Andreas, diese kontinuierlichen Erhöhungen, die den Menschen wirklich das Wasser abgräbt. Ich sehe gerade, du wischst dir den Schweiß von der Stirn. Naja, natürlich, weil es weder der Umwelt nutzt noch dem Klima nutzt, sondern nochmal ausschließlich der Umverteilung des Großkapitals als finale Phase, um jetzt die Menschen komplett zu enteignen und diese kleine Gruppe der Oligarchen, die über Größenordnungen verfügen, wie Industriestandorte an Umsatz machen, die werden dann letztendlich die Nutznießer sein. Oder zumindest glauben sie das. Es wird von der Linken in die rechte Tasche umverteilt. Also Steuern, die vorher eingenommen wurden, werden dann wieder ausgegeben. Und dafür braucht es dann eben auch einen sehr teuren Umverteilungsapparat. Klüger hätte man es machen müssen, so wie es mein Kollege eben schon angerissen hat, indem man wirklich weit gefächerte Steuerentlastung den Bürgern zur Verfügung stellt. Also auch ruhig die gesamten Steuern auf Energie auf Null zu stellen, die auszusetzen, auf sämtliche Güter des alltäglichen Verbrauchs, dass man dort die Mehrwertsteuer auf Null setzt und, und. Also das, was wir brauchen, ist eine echte steuerliche Entlastung. Nicht einmal die auf Steuerzahlerkosten subventionierten Bereiche funktionieren unter Habeck. Er steht ja als Paradefigur da oben drüber. Wenn man mit staatlichen Subventionen einen Markt überhaupt unterstützen muss, dann ist das ja nur deshalb, weil er aus sich allein heraus ineffizient ist, um zu überleben. Wenn dann aber auch noch trotz der unsinnigen Steuergeldverbrennung diese Branchen Verluste einfahren, dann erkennen wir das Niveau der Politikdarsteller. Ganz deutlich wird es dann, wenn wir heute wissen, dass diese angeblich erneuerbaren Energien sich auch noch als Flop für den Naturschutz herausstellen. Da wird alles wirklich schon fast komisch und man könnte darüber lachen, wenn der Preis, nämlich der Verelendungsgefahr für die Menschen, nicht so gnadenlos hoch wäre. BASF, Siemens, Thyssen, die stehen alle mehr oder weniger am Abgrund. Dazu braucht man kein Fachwissen. Das kann jeder mit seinem gesunden Menschenverstand durchdenken. Wenn wir dann noch sehen, wie auch die deutsche Automobilbranche, das ist ja die Vorzeigeindustrie auf der Welt gewesen, die deutschen Automobile, jetzt auch gegen die Wand gefahren wird, dann erkennt es auch der ganz normale Bürger, der sich diesen Themen ja eigentlich kaum widmen kann, weil er oft mit mehreren Jobs die Steuern finanzieren muss, die der Staat dann zum Fenster rauswirft oder besser ausgedrückt zur Zerstörung der eigenen Firmen einsetzt, aus denen die arbeitende Bevölkerung die Steuern ja erst herausholen musste. Also das ist die Absurdität, die dahinter steht. Das ist so, es ist also völlige Fehlkonstruktion. Auch man ist einfach nicht so weit, aber man, das sind die ganz logischen Ergebnisse, wenn die Politik diktiert, was die Industrie zu machen hat, vom grünen Tisch. Es ist unglaublich. Das interessiert die Politik auch überhaupt nicht. Habeck hat mittlerweile einen Schattenhaushalt von 211 Milliarden Euro zu verantworten, mit dem er den Klima- und Transformationsfonds bestückt hat. Wir sollten es hier mal vor Augen führen, dass diese gigantische Summe, 211 Milliarden, die hier verpulvert wird, circa 10% der gesamten deutschen Staatsverschuldung entspricht, die Deutschland seit 1945 bis heute angehäuft hat. Das ist die Dimension. Hier ist also jede Verhältnismäßigkeit verloren worden. Also heute ist wirklich der Kopfschütteltag bei der Eröffnung all dieser Informationen. Zum Teil kennen wir die, zum Teil hauen sie uns völlig hier wieder aus den Schuhen. Tichy beschreibt an einem Beispiel, wie die Staatswirtschaft funktioniert. Da geht es um den Konzern Uniper, der vor fast einem Jahr verstaatlicht wurde. Das kostete den deutschen Steuerzahler über 30 Milliarden Euro. Nach Abschreibung aller Verluste kehrte nun Uniper in die Gewinnzone zurück. Ja, und würde man diese Zahlen nicht hinterfragen, die Habeck ja jetzt als Erfolg präsentiert, dann könnte man fast schon glauben, dass wenigstens ein einziges Mal etwas bei Habeck funktioniert hätte. Aber Klaus-Rüdiger May analysiert ja auch ganz deutlich, und das finde ich hervorragend zusammengefasst, der Staatskonzern machte im ersten Halbjahr einen Vorsteuergewinn von 3,7 Milliarden Euro. Schaut man genauer hin, dann resultiert der Gewinn dank hoher Strompreise aus dem Betrieb der Kraftwerke in Großbritannien, in den Niederlanden und in Deutschland.
Und nicht zu vergessen, das hatten wir gerade, der schwedischen Atomkraftwerke, die nun in Besitz des Bundes sind. Es ist typisch für die Doppelmoral der Ampel. In Schweden, da darf der neue grüne Konzern AKWs betreiben, die neue Politik, während sie in Deutschland abgeschaltet werden. Aber für die Grünen geht es in Deutschland ohnehin noch viel zu gut und die Deutschen sind ja alle reich. Und all das wird hingenommen. Ich weiß gar nicht, müsste das nicht eigentlich Bürgerunruhen auslösen? Ja, die Problematik liegt darin, dass viele Menschen resigniert haben. Andere Leute sind eben halt auf der Kampfbasis unterwegs und es gilt jetzt hier vor allem eines, nicht seine Kraft sinnlos vergeuden durch blinden Aktionismus, sondern geistesgegenwärtig genau die Situation beobachten, um dann die Kraft gesammelt zu haben, um dann entsprechend wirksam zu werden, wenn nämlich die Masse auf die Barrikaden geht und dann kontrolliert und vorbereitet. Nicht jetzt zu viel Pulver verschießen, was jetzt noch ins Leere läuft, weil zu viele Menschen noch einfach blind hinter diesen ganzen Dingen hinterherlaufen. Ich glaube, es wird sich sehr förderlich entwickeln, weil dieses Spiel sich in der Endphase befindet, zu Ungunsten der Drahtzieher und zugunsten der Menschheit. Aber nur für die Menschheit, die tatsächlich im Gottvertrauen stehen und die wirklich auch wissen, was sie wollen. Herzlichen Glückwunsch, wenn man in Deutschland ist. Es ist wirklich so, wenn man das erleben muss, es tut wirklich weh, weil man eben spürt, dass diese Schäden, die gerade verursacht werden, Jahrzehnte brauchen, um sie wieder zu reparieren und wieder aufzubauen. Jahrzehnte, und zwar nicht nur 2 oder 3. Und das innerhalb von 2 Jahren, wobei natürlich davor schon die Grundlage durch die Vorregierungen gebildet wurden. Aber da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Die guten Zeiten sind zu Ende. Europas größte Volkswirtschaft steckt in der Rezession fest. Man sollte langsam die Dinge wirklich ernst nehmen. Ja, und da ist die Schadenfreude der Briten einfach mitzuspüren, die ja durch den Brexit sich aus der EU schon rausgezogen haben, weil sie genau wissen, die EU ist dann zu Ende, wenn Deutschland das Geld ausgeht. So einfach ist das Ganze. Das heißt, auch die EU steht nicht nur vor einer Zerreißprobe, sondern vor der Implosion. Und das sind eben halt die großen Verwerfungen, die in Gesamteuropa auf die Menschen zukommen werden. Aber keine Untergangsvision, sondern eine Übergangsvision. Ganz großer Unterschied, nämlich die Transformation, und die wird dringend nötig. Wir hätten es uns ein bisschen entspannter vorgestellt, aber wer gut steht, kommt auch gut durch.